worden sind. Das war ja die Frage an Herrn Hauke, Rechtsanwalt aus Köln. Hat Merkel mit der Grenzöffnung Rechtsbruch begangen, ja oder nein? Oder steht über dem, Not kennt kein Gebot? Also nochmal für Sie, Herr Hauke. Zweiter Versuch, diesmal ohne Feuerwerk dazwischen. Okay, vielen Dank. Für alle, die sogar vorhin noch zugehört haben, gibt es zumindest die Anfangsworte Herrn Hauke in doppelter Ausführung. Ich wiederhole nochmal, was ich vorhin anfangs gesagt habe, nämlich, dass dieser Satz, der gerade in der Frage eingeworfen wurde, dass diesen Satz das Grundgesetz, Not kennt kein Gebot, grundsätzlich nicht kennt, dass also das Rechtsstaatsprinzip auch in Notsituationen gilt und man vielmehr formulieren müsste, nach der Verfassung gibt es den Satz Not kennt Gebot. Der Satz impliziert aber schon, Not kennt kein Gebot, dass man sich an die Gebote nicht halten musste wegen der Not. Das heißt, er wirft die Frage auf, hat man sich denn an die Gebote gehalten? Das, was Herr Schulte vorhin schon andeutete, das ist so ein berühmter Spiegelartikel und viele andere Zeitungen haben ja auch über das EuGH-Urteil vom Juli berichtet, in dem dann alle sagten, ja nee, Frau Merkel hat ja gar keine Rechtsbrüche begangen. Das war ja alles nicht nur legitim, sondern sogar legal. Und deswegen muss ich kurz 2 Minuten Rechtsausführungen machen. Das mag manchmal trocken sein, aber ich sage Ihnen, das war nicht so. Und zwar, vorneweg, es gab sowohl Verstöße gegen das nationale als auch gegen das europäische Recht. Beim nationalen Recht wurde unter anderem gegen § 18 Absatz 2 Asylgesetz verstoßen. Dieser Paragraph ist eine Ausprägung dessen, was im Grundgesetz steht und der besagt, dass jemand, der aus einem sicheren Drittstaat einreist, dass dem die Einreise zu verweigern ist. Und diese Leute reisten ja nun mal alle aus sicheren Drittstaaten ein und nun gibt es einen ganz, ganz spannenden Aspekt, der in der Öffentlichkeit gar nicht so wirklich angekommen ist. Da gibt es nämlich einen Absatz 4 und der besagt nämlich, dass von diesem Einreiseverbot abgesehen werden kann, wenn der Minister für Inneres dies anordnet. Das heißt, es gibt eine sogenannte Möglichkeit einer Ministeranordnung oder Ministererlaubnis, sodass diese Einreise doch hätte legal sein können. Jetzt mal unabhängig davon, dass die richtige Rechtsauffassung ist, dass sich das immer auf personifizierbare Einzelfälle beziehen muss und nicht auf eine massenhafte Einreise von Leuten, die wir gar nicht kennen, wo man sagt, alle, die sich am Budapester Hauptbahnhof befinden, dürfen jetzt ab sofort einreisen, ist das Spannende an der Sache, dass die Bundesregierung sich monatelang in Schweigen gehüllt hat, ob es diese Ministererlaubnis überhaupt gab. Und die hätte im Übrigen natürlich nicht Frau Merkel in dieser Nacht oder an diesen Tagen treffen können, sondern der Innenminister. Daraufhin hat sich ein ganz bekannter deutscher Staatsrechtler, Herr Christian Hilgruber, in einem Aufsatz in der FAZ bitterlich darüber beschwert, dass die Bundesregierung sich weigert, hier öffentlich Farbe zu bekennen und hat gesagt, wir haben einen Publizitätsgrundsatz in Deutschland. Jegliche Rechtsnormen, nicht nur Gesetze, auch Verordnungen, selbst innerhalb der Verwaltung geltende Richtlinien müssen öffentlich sein. In diesem Land gibt es kein Geheimrecht. Die Geheimerlasse des 19. Jahrhunderts, die haben wir hinter uns gelassen, hat sich bitterlich darüber beschwert und hat in diesem Aufsatz noch, wie gesagt, ein bekannter deutscher Staatsrechtler, Herr Hilgruber, hat in diesem Aufsatz darauf hingewiesen, dass ihm zumindest zugetragen wurde, seitens der CDU-Fraktion ist auf die Abgeordneten Druck ausgeübt worden oder sei auf die Abgeordneten Druck ausgeübt worden, dass sie im Bundestag eben keine Anfrage stellen, ob es diese Ministererlaubnis gegeben habe. Und Zusatz, wenn die Anfrage gestellt werden würde, würde sie eh nicht beantwortet werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es wurde ganz offensichtlich Druck ausgeübt, dass eben genau das nicht passiert, dass die Öffentlichkeit weiß, gab es sie oder gab es sie nicht. Rückblickend wissen wir, dass es sie wahrscheinlich nicht gegeben hat. Ich sage Ihnen nur eins, wäre die AfD damals schon im Bundestag gewesen, dann hätte es diese Anfrage gegeben und noch viele andere Anfragen auch. Und dafür sind wir im Herbst da. Und jetzt noch ganz kurz zu dem Urteil, das Herr Schulte angesprochen hat, das im Juli vom EuGH gefasst wurde. Das war im Übrigen ein Urteil, das jetzt mit der deutschen Situation erstmal gar nichts zu tun hatte. Das war ein Urteil, da ging es um österreichische Leute, die in Österreich Asyl beantragt haben und in Slowenien. Und es ging grundsätzlich nur um die Frage, wie es eigentlich ist, wenn jemand in den Erststaat Kroatien einreist und dort illegal einreist und Kroatien leitet einfach weiter, wird das dann später legal, wenn das ins nächste Land einreist? Da hat im Übrigen der EuGH gesagt, nein, das wird nicht legal, das ist auch eine illegale Einreise und hat bei der Gelegenheit betont, Dublin galt damals auch in der Massenzustromsphase, auch in der Hochphase der Flüchtlingspolitik und gilt noch immer. Das heißt, dieser berühmte Satz, Dublin galt damals gar nicht, der stimmt nicht. Der EuGH hat festgelegt, Dublin galt immer. Das heißt, es galt immer der Satz, es ist der Staat zuständig, in dem man als erstes einreist, was im Übrigen natürlich nie Deutschland war. Und das als letzte Bemerkung, dann werde ich mal für den ersten Teil kurz
kurz beenden. Worauf der Spiegel raus will oder viele andere ist, dass der EuGH in diesem Urteil dann etwas gemacht hat, das nennt man unter Juristen obiter dictum. Obiter dictum heißt, also grundsätzlich muss in den Urteil immer nur etwas rein, was entscheidend ist für das Urteil, was also entscheidungserheblich ist. Ein obiter dictum ist etwas, da schreibt ein Gericht in ein Urteil etwas rein, was eigentlich gar nicht entscheidungserheblich ist, so nach dem Motto, was wir eigentlich schon immer mal loswerden wollten oder sagen wollten, aber bisher irgendwie noch nie die Gelegenheit hatten, und da sagen wir auch was zu. Und in Rand Nummer 100 dieses EuGH-Urteils schreibt der EuGH nun rein, ja grundsätzlich gäbe es ja die Möglichkeit, nach Artikel 17 der Dublin-III-Verordnung von diesem Selbsteintrittsrecht, das Herr Schulte genannt hat, Gebrauch zu machen. Mehr steht da aber nicht. Und bei diesem Selbsteintrittsrecht muss man wissen, dass das sich genau wie diese Ministererlaubnis nach richtiger Rechtsauffassung natürlich einfach nur auf individualisierbare Einzelfälle bezieht, aber keinesfalls auf eine Situation, in der von Hunderttausenden von Menschen, deren Identität man nicht kennt, die Rede ist, die dann in ein Land einreisen. Das würde von diesem Selbsteintrittsrecht unter keinen Umständen gedeckt werden. Das heißt für mich wichtig, was Sie mitnehmen sollten, wenn Sie jetzt irgendwann nochmal lesen in nächster Zeit, der EuGH hat Merkels Flüchtlingspolitik gerechtfertigt in diesem EuGH-Urteil. Das kann nur jemand sagen, der dieses Urteil definitiv nicht gelesen hat, denn es ist falsch. Danke, lieber Jochen. Haben wir es doch alle irgendwie geahnt? Herr Schulte, Ihnen brennt was auf der Zunge. Ja, aber nicht nur jetzt bei diesem Punkt, aber es ist mir wichtig, das nochmal zu ergänzen. Ich schreibe es im Buch, aber es ist auch in dem Video im Nagels Rechtsbuch. Und da ist mir ganz wichtig, ich habe alle Quellen zu diesem Video, wo auch Bezug genommen wird auf diesen FAZ-Artikel, den Sie gerade angesprochen haben. Ich habe alle Quellen dort zusammengestellt. Das heißt, Sie brauchen nicht das Buch zu kaufen, wenn Sie das nochmals nachlesen wollen, was ich jetzt hier zitiere. Ich zitiere laut Action Online-Kommentar, heißt es weiter: Ob das Bundesministerium des Innern Ende August, Anfang September 2015 eine solche Anordnung erlassen hat, ist allerdings bis heute im Dunkeln geblieben. Auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages rätseln hierüber. Und das habe ich alles erfahren und noch viel mehr, was ich ja dann im Buch und in diesem Video thematisiere, auf der Basis von Insider-Informationen aus der Führung der Innenpolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und damit will ich Ihnen deutlich machen, dass diese ganzen Innenpolitiker der Union alle wissen, was sie da veranstaltet haben. Die wissen es alle. Da kann sich keiner auf Unwissenheit berufen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Niemand von denen darf das. Das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen. Und das Schlimme ist, ich fordere ja seit langem einen Untersuchungsausschuss, wie Sie das ja auch tun. Das Problem ist nur, die AfD wird, wenn sie 10 oder 15% bekommt, leider Gottes noch immer nicht die Möglichkeit haben, diesen Untersuchungsausschuss durchzusetzen, denn sie brauchen 25% im Deutschen Bundestag. Und es wird neben der AfD keine einzige andere Fraktion vermutlich bereit sein, dies zu tun. Also von daher, ich wollte das mal so als kleinen Hinweis geben. Vielleicht verstehen Sie, was ich damit sagen möchte. Ja, vielen Dank, Thorsten. Nun sind wir ja ein bisschen leidgeprüft, was das Ausdehnen oder das Überreizen oder Nicht-Einhalten von Gesetzen, ob es jetzt Euro ist, da haben wir das Problem. Aber wir haben das auch im Bereich Verteidigung, deswegen ist vielleicht mal ein Schnitt mal in eine ganz andere Richtung. Herr Lukasen, Deutschland hat ja Truppen in Litauen stationiert und da stellt sich natürlich die Frage, wie verträgt sich das denn mit dem Friedensprozess in Europa, wie verträgt sich das mit den Aufgaben mit der Bundeswehr? Ja, vielen Dank für das Thema. Bedanke mich auch für das zeitgerechte Feuerwerk. Hat Ihnen vielleicht geholfen, die Angaben über mein Lebensalter wieder zu vergessen, was mich sehr freut. Das Thema muss dann aber trotzdem überleiten, diese Frage zu beantworten, die leider eine sehr ernste ist. Die Stationierung von Truppen, von NATO-Truppen und vor allen Dingen von deutschen Truppen im Baltikum und der Deutschen in Litauen stellt aus meiner Sicht ganz klar einen Bruch des Friedensprozesses, für den Deutschland sich ja immer, nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt an vorderste Stelle sehen will, in Widerspruch. Und dazu muss man mal ganz kurz ausführen oder hinführen, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Sie sind ja alle geschichtsbewusst und beflissen, deswegen in kurzen Etappen. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss.
Die NATO hatte also eine gesicherte Zweitschlagkapazität. Dann im Laufe der 80er Jahre Glasnost, Perestroika und in der Folge davon für uns Deutsche die glückliche Wiedervereinigung. Nach der Wiedervereinigung in unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik die Friedensdividende. Das heißt Abbau unserer Streitkräfte, Abbau der Bundeswehr, gipfelte in 2011 dann sogar unter Gutenberg und damit auch schon der Regierung Merkel in der Aussetzung der Wehrpflicht. Was geschah aber gleichzeitig in dieser Zeit? Das heißt also von der Wiedervereinigung mit der ehemaligen Sowjetunion und dann heute der Russischen Föderation. Zu Beginn, im Laufe der 90er, war hier ein Annäherungsprozess, den auch die deutsche Bundesregierung sehr unterstützt hat oder nicht nur unterstützt, sondern befördert hat, führte vor 20 Jahren zu der Gründung und Etablierung eines NATO-Russland-Rates in der NATO in Brüssel, der dazu dienen sollte, dass die gesamte NATO, 1+1-Gespräche nennt man das, die gesamten Mitgliedstaaten der NATO mit der Russischen Föderation in diesem Rat an einem Tisch saßen. Tolle Geschichte. Dann, einige erinnern sich vielleicht noch, 2001 hielt Putin seine Die-Rede im Deutschen Bundestag. Kann ich nur empfehlen, sie sich anzuschauen, dauert nur eine halbe Stunde. Er fängt nach der Begrüßung an in Russisch, redet in Russisch und dann mit dem Verweis, und hier knüpfe ich an bei der tollen Rede unseres Landessprechers Markus Pretzell, der vom wissenschaftlichen Humanismus gesprochen hat heute in seiner Rede, dann knüpft Putin daran an, an Goethe, Schiller, an Deutschland, das Volk der Dichter und Denker und spricht die ganze Zeit in Deutsch weiter. Und macht quasi eine Hommage an Deutschland, macht deutlich, welche Annäherungspolitik er als Vertreter der Russischen Föderation, ich weiß gar nicht, ob er damals gerade Ministerpräsident oder Staatspräsident war, ist aber auch egal, welche Annäherung an Deutschland er sich wünschte. Und dann, nach 2001, kam Merkel, Bundesvorsitzende, Bundeskanzlerin. Und was haben wir bis heute? Wir haben ein zumindest zerrissenes Europa, wenn man in Zentraleuropa dann die Russische Föderation dazuzählen würde. Wir haben eine Entfernung von der Russischen Föderation. Und diese Regierung Merkel, mit ihr natürlich die EU im Rücken oder umgekehrt, bezieht sich hier ausschließlich auf die Okkupation der Krim. Sicherlich können wir die Ukraine-Krise und den Anschluss der Krim an die Russische Föderation nicht negieren. Aber wir als Deutsche und wir als AfD werden das auch immer wieder bekräftigen, haben ein Interesse, Sicherheitspolitik in Deutschland, in Europa als nationales Interesse umzusetzen. Und wir sind nicht dafür da, in unserer Außenpolitik Haltungsnoten an die Politik der Russischen Föderation zu geben, sondern wir haben ein Interesse daran, dass wir ein vernünftiges Verhältnis wieder bekommen zur Russischen Föderation, um Frieden und Sicherheit in Europa sicherzustellen. Das findet mit der Regierung Merkel. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich schon eingangs sagte, besteht jetzt die Möglichkeit für Sie, an einer der drei Protagonisten Fragen zu stellen. Gibt es denn hier aus dem Podium hier Fragen, die Sie gerne loswerden möchten? Ich hätte da eine Frage. Da haben wir eine Frage. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Mal Hand hoch, wer war das? Als Herr Gutenberg damals die Bundeswehr verkleinert hat oder, ja, man muss schon sagen, fast aufgelöst hat, geschah das eigentlich im Einvernehmen mit den NATO-Partnern oder war das so ein Alleingang? Also das war Einvernehmen.
ziemlich, ich kann nicht das Jahr nennen, aber zur gleichen Zeit haben auch Frankreich und Großbritannien entsprechend reagiert und haben Wehrpflicht abgeschafft, ausgesetzt und auf jeden Fall ihre Streitkräfte verkleinert. Also es war die gesamte Friedensdividende, die Mitte der 90er Jahre bis dahin sich fortzog. Danach kam dann die Wende, aber ohne Wehrpflicht. Ja, vielen Dank, Herr Lukassen. Noch eine Möglichkeit, würde ich sagen, haben wir. Dann gehen wir zur nächsten Podiumsdiskussion. Ich weiß nicht, da hebt noch jemand die Hand. Dann, ich glaube, das ist Herr Koch. Nee. Ich glaube, Herr Schild war ein bisschen schneller. Nein? Ist auch egal. Sie, Herr Schild. Geben wir Herrn Koch mal erst das Mikro. Ja, Herr Lukassen, es stellt sich dann natürlich die Frage, was hat denn eigentlich jetzt die Wende gebracht? Wodurch ist denn, sag ich mal, Europa von diesem Friedenskurs mit Russland abgekommen? Das muss ja irgendwo einen Grund haben und irgendjemand muss ja da Sand ins Getriebe gestreut haben. Das war doch nicht alleine Frau Merkel. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Bei dieser Frage fange ich manchmal an, zum Verschwörungstheoretiker zu werden, weil mir allein die rationalen Gründe, um es zu begreifen oder nachzuvollziehen, fehlen. Vielleicht bin ich auch zu rational veranlagt, um es zu verstehen. Auf jeden Fall sind wir nicht nur Treiber, sondern ich nehme auch mal das Wort von Herrn Schulte, sicherlich auch in dem Falle Getriebene. Wir wissen oder kennen es, nach dem Weltkrieg II, ab 1949, mit Beginn der Washingtoner Akte, also der Beginn der NATO, war die Politik der USA, und die müssen wir natürlich hier erwähnen, Herr Dr. Koch, das wissen Sie, die Politik der USA, nachdem sie mit der Sowjetunion das Nazi-Deutschland beseitigt hatten, die Abkehr von der Sowjetunion und ab dann eine klare Eindämmungspolitik, eine Containment-Politik der USA in Europa gegenüber Sowjetunion, gegenüber dem späteren Warschauer Pakt. Und wenn Sie mich fragen, und das ist meine persönliche Meinung, die ich auch in der Politik der AfD umsetzen werde, dann hat diese Eindämmungspolitik in den letzten Jahren der USA, der Eindämmungspolitik, wieder eine Renaissance, ein Aufleben gefunden und Deutschland ist mit Merkel nichts anderes als ein williger Vasall dieser Politik. Sehr schönes Schlusswort. Ganz kurz noch was, Herr Schulte, weil wir haben noch einen weiteren Fragesteller. Okay. Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Haug und vielleicht auch an Herrn Schulte. Wir hatten ja gerade gehört, dass wir mindestens 25% brauchen, um einen Untersuchungsausschuss auf die Beine zu bekommen. Es hat ja auch schon dutzendfach Anzeigen gegen die Regierung und gegen Frau Merkel gegeben im Rahmen des September 2015 und hinterher. Die Frage jetzt konkret: Wie schätzen Sie realistisch ein, dass wir diese Frau wirklich jemals vor Gericht stellen können? Danke. Ich würde vielleicht zunächst darauf antworten und Ihnen Folgendes sagen. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ach so, oh, okay. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich erstmalig Wind bekam von einem Interview, das im Deutschlandfunk erschienen ist im Januar 2016. Ein Interview mit keinem anderen als dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle. Und der Herr Voskuhle sagt in diesem Interview, und jetzt hören Sie mir bitte alle zu, der Herr Voskuhle sagt in diesem Interview, dass in den letzten 5 Jahren eine Sensibilität entstanden sei dafür, dass man nicht alle rechtlichen Regelungen durchsetzen könne und Verträge weit ausgelegt werden. Das sagt kein anderer als der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das hat mich sprachlos gemacht. Weil das ist die Institution, die eigentlich unser Recht durchsetzen soll, verteidigen soll, die die Herrschaft des Rechts verteidigen soll.
Und da bin ich doch sehr skeptisch. Was die Erfolgschancen angeht. Also ich glaube, dass wir uns auf die Juristen im Verfassungsgericht nicht verlassen können, sondern wir müssen die Wähler um Solidarität bitten, wenn wir für die Herrschaft des Rechts kämpfen. Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Haug. Kriegen wir Frau Merkel vor Gericht? Ja, ich werde mich anschließen an das, was Herr Schulte gesagt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass es wirklich zu einer Verurteilung kommt, weil wir eben auch auf eine Justiz, die auf die strikte Einhaltung der Normen hinweist, angewiesen sind. Und da möchte ich ganz kurz noch abschließend an das anschließen, was Sie da sagen. Wir haben das Rechtsstaatsprinzip und wir haben eine europäische Rechtstradition, wir haben aber auch eine ganz spezielle deutsche Rechtstradition. Darauf hat Peter Huber, der ehemalige Verfassungsrichter, auch mal in dem Aufsatz hingewiesen. Und die ist eben ganz strikt. Dieses Rechtsstaatsprinzip wurde in Deutschland immer hochgehalten. Markus Pretzell hat vorhin gesagt, berechtigterweise, wunderbarer Einwand, dass die Deutschen eben darauf vertraut haben. Speziell die Deutschen auf Grundlage unserer Rechtstradition, die ganz speziell ist, zum Beispiel auch ein Tick anders als in Frankreich, wo das nicht ganz so hart immer gesehen wurde. Deswegen konnte Frau Christine Lagarde 2010 den berühmten Satz sagen, forget about the treaty, vergesst den Vertrag. Und genau das bröckelt gerade und da müssen wir gegenhalten. Denn genau diese Erosion des Rechtsstaates, wo Rechtsregeln für die Politik mittlerweile ja fast nur als Verhaltensangebot aufgefasst werden und anscheinend disponibel sind, wenn es politisch gerade nicht opportun ist, das ist der Hauptkampf, den wir führen müssen und den werden wir angehen, versprochen. Und auch wenn ich parteilos bin, aber was ich Ihnen sagen möchte ist, Sie sind ja auf Listenplatz 2 und damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Bundestag. Ich finde es toll, dass jemand bald im Bundestag sitzen wird, der auch weiß, wovon er spricht. Und mit diesen Worten verabschieden wir vom Podium Jochen Haug, vielen Dank, Rüdiger Lukassen, vielen Dank und Thorsten Schulte. Dankeschön.